Christines Vortrag hat mich zum Strahlen gebracht und mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und sie erwähnte den Phönix in der Asche. In meiner Geschichte geht es mehr um das Häschen in der Grube. Es ist Sommer 1972 und ich bin 6 Jahre alt und in der Schule. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir haben Kunstunterricht. Kunst ist mein Lieblingsfach. Und mein Herz hüpft vor Freude, denn ich weiß, dass wir heute mit Ton arbeiten werden. Wow, mit Ton. Damit arbeiten normalerweise nur die Großen. Und die Tür geht auf und der Klassenlehrer kommt herein und er schiebt einen Wagen, quietscht so ein bisschen, mit 2 riesigen Klumpen Ton darauf. Und er dreht seine Runden und fährt so die einzelnen Schüler ab und irgendwann kommt er zu mir und nimmt einen Draht und schneidet mein Stück Ton für mich ab. Mir wird ganz ehrfürchtig ums Herz und ich bin sofort im Flow. In der nächsten Stunde arbeite ich voller Hingabe und knete und mache und merke gar nicht, dass ich irgendwann allein im Klassenraum bin, nur ich und der Lehrer. Aber ich will noch nicht gehen, denn ich bin verliebt. Verliebt in den kleinen Hasen, den ich in der letzten Stunde geknetet habe. Und ich drehe mich um und suche nach dem Lehrer und er ist hinten in der Ecke und ich rufe, Herr Müller, Herr Müller, guck mal da. Und Herr Müller kommt, schiebt seine Brille zurück, nimmt mir den Hasen aus der Hand und hält ihn hoch und sagt, die Ohren sind viel zu kurz und der Rücken ist viel zu flach, so sieht ein Hase nicht aus. Und ich weiß nicht genau, was er noch alles gesagt hat, denn es ist mir egal, weil in dem Moment meine Welt zusammenbricht. Kennst du das? Wenn du etwas voller Liebe erschaffen hast und dann kommt irgendein Idiot und grätscht da völlig unsensibel rein? Und irgendwann werden Malvorlagen ausgeteilt und wir sollten lernen, nicht über die Begrenzungen zu malen. Bullshit. Wie viele von euch sind selbstständig? Monika hat es gerade gefragt. Es sind viele. Genau. Und wie viele von euch möchten denn eine starke Marke sein mit ihrem Business? Und wie viele von euch möchten denn gar nicht mehr arbeiten? Ah, okay, auch ein paar. Wunderbar. In meinen Coachings spreche ich mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und es ist tatsächlich so, dass einige Probleme haben, eine Positionierung zu finden, die wirklich eigenwillig ist, genau aufgrund solcher Ereignisse. Sie trauen sich nicht, über den Rand zu malen. Sie trauen sich nicht, unkonventionell zu sein. Aber genau darum geht es im Marketing. Jack Trout, der alte Marketinghase, sagt, eine erfolgreiche Positionierung bedeutet, von den Interessenten deutlich anders wahrgenommen zu werden als andere. Ein schöner Satz, aber wo findest du sie, diese Andersartigkeit? Ich sag dir, wo du sie nicht findest. Und zwar im Außen. Wenn du ständig guckst, was der Wettbewerb macht, dann wirst du ihn automatisch nachahmen, denn unser Hirn ist träge. Es geht den Weg des geringsten Widerstandes. Es ist viel leichter, andere nachzuahmen, als selbst etwas Neues zu erschaffen. Und ich habe euch dazu eine kleine Übung mitgebracht, wenn ihr Lust habt. Und die hat auch ein bisschen mit Bewegung zu tun. Wer hat Lust auf eine kreative Übung? Yes, sehr schön. Also, dann bitte ich euch aufzustehen. Macht euch ein bisschen locker. Und die Übung hat 2 Teile, aufgepasst. Im ersten Teil dürft ihr mich nachmachen. Also ich tanze jetzt hier vorne so, wie ich normalerweise in der Disco tanze. Und ihr macht mich einfach nach. Okay, give me my energy music. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for okay, them good super. Girls, them good girls, great masterpieces. So,
und jetzt kommt der zweite Teil der Übung. Und jetzt tanzt ihr bitte so, wie ihr noch nie in eurem ganzen Leben getanzt habt. Okay, und auch nicht wie die Nachbarin und auch nicht wie irgendjemand, der euch jetzt einfällt. Und ich mache hier vorne mit. 10 Sekunden Zeit, okay. Wie ihr noch nie getanzt habt. Okay, cool. Dankeschön. Vielen Dank. Gut, Applaus für euch selbst. Toll. Setzt euch gerne wieder hin. Toll. Ist ein bisschen schwieriger, ne? Neues zu erschaffen, kreativ zu sein und vor allen Dingen ohne dabei wie eine Idiotin auszusehen. Zunächst mal, ne? Gut. Ich habe ein paar Tipps für euch, wie ihr euer Business mit eurem Business kreativ ausflippen könnt. Wollt ihr diese Tipps haben von mir? Super, gut. Kultiviere deine markanteste Eigenschaft. Und damit meine ich Eigenschaften, nicht die, für die euch andere auf die Schulter klopfen, sondern durchaus nervige Eigenschaften. Wer ist eine Meisterin im Faulenzen? Sehr schön, dann habt ihr Potenzial für eine kreative Marke. Oder wer ist so richtig schön zickig? Desiree Nick hat daraus ihr Markenzeichen gemacht. Oder wer war schon in der Schule immer der Pausenclown? Peter Sagan ganz bestimmt, denn er ist der einzige Radsportprofi mit 1,6 Millionen Instagram-Followern. Zum Vergleich, der amtierende Tour de France-Weltmeister hat etwas über 700.000. Warum ist das so? Weil er mit den Konventionen im Radsport bricht. Er hat lange Haare, er hat unrasierte Beine, so wie ich auch. Wir sind uns sehr ähnlich. Und zwischen den Rennen macht er komische Sachen, zum Beispiel Tortenschlachten mit seiner schwangeren Frau. Er hat Spaß, das ist die Hauptsache. Und damit haben seine Follower Spaß. Oder hast du mehr Energie als andere? Wie wäre es mit einem Leitsatz, der daraus folgt? Alle meine Kunden gehen mit mehr Energie, als sie gekommen sind. Möchtest du auch einen außergewöhnlichen Leitsatz? Dann habe ich ein Geschenk für dich. In der Goodiebag findest du eine Postkarte und wenn du mir schreibst, dann bekommst du 10 Tipps, wie du einen Leitsatz entwickeln kannst, den außer dir garantiert niemand hat. Zweitens, wende das Gesetz des Gegenteils an. Was bedeutet das? Was macht der Marktführer und was ist das genaue Gegenteil davon? TikTok zum Beispiel wirbt mit milder Frische und Fisherman's Friend kontert extra scharf. Sind sie zu stark? Sehr schön, ne? Bleibt im Kopf. Polarisiere. Karl Lagerfeld ist ein Meister im Polarisieren gewesen aus meiner Sicht. Das ist einer meiner Lieblingssätze von ihm. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, der Satz tut manchen weh. Oder finde deinen Antisatz. Welcher Satz geht dir so richtig auf den Keks? Das kann ein Satz sein, den Wettbewerber sagen. Es können aber auch andere Sätze sein, wie zum Beispiel hier. Die Werbeagentur Dojo aus Berlin-Kreuzberg, die hat sich diesen Satz vorgeknöpft. In Kreuzberg war das eine Zeit lang in, diesen Spruch auf dem T-Shirt zu tracken. Ich komme aus Kreuzberg, du Muschi. Ne? Kreuzberg so ein bisschen, kennt ihr, ne? Von damals. Und Dojo hat sich gedacht, okay, da machen wir Sticker draus. Ne? Ich komme aus Muschi, du Kreuzberg. Geil oder geil? Gut. Drittens, bitte ehre den kreativen Prozess. Nicht umsonst ziehen sich Schriftsteller in ein stilles Haus am Meer zurück, um die Fäden ihrer Inspiration zu einem Roman zu verweben. Nimm dir Zeit und arbeite mit Kreativtechniken, zum Beispiel mit spannenden Kontextwelten. Was wäre, wenn dein Business ein Pfau wäre? Welches Rad könntest du regelmäßig schlagen, um deine Kunden zu faszinieren? Oder vielleicht gefällt dir das Bild des Löwenzahns besser. Welchen Wind im Markt könntest du nutzen, um mit deinem Business Samen auf sanfte Weise zu säen?
Du kannst diese Techniken natürlich für dich alleine anwenden, aber sehr viel mehr Spaß macht das ja in einer Gruppe. Gründe eine innovative Mastermind und dann stellt Regeln auf, verwerft sie wieder, seid wild und verrückt und balanciert auf dem Grenzstein. Denn Erfolg folgt der Freude. In diesem Buch gibt es ganz tolle Tipps, wenn ihr in dieser Gruppe wirklich effektiv arbeiten wollt. Das ist von Mario Pricken und das heißt Think Outside the Frame, eins meiner Bibeln. Ich möchte dir zum Schluss eine Frage stellen. Wer hat dein Business in Wahrheit gegründet? War es der erwachsene, vernünftige Teil in dir? Oder war es der kleine Junge oder das kleine Mädchen, das frei sein und sein Leben nach eigenen Regeln gestalten wollte? Dein Business ist deine Schöpfung, so wie der kleine Hase meine Schöpfung war. Thank you.